Ahu, liebe Schildmeiden-Wikinger, willkommen zurück zur nächsten Folge von Andorn mit eurem Erik Vikingsson und der Valkyria. Und als allererstes muss ich erstmal Danke sagen für eure mega geile, krasse Unterstützung. Wie ihr das so abfeiert hier, dieses Andorn-Staffel, ist unfassbar und das motiviert mich einfach so mega. Und da möchte ich, wie gesagt, einfach nur mal Dankeschön sagen. Ich hoffe, ihr bleibt weiter dran. Schreibt mir ruhig weiter. Es ist so geil zu lesen, wie ihr Spaß daran habt. Und wir bleiben natürlich guter Dinge, dass sich so ein bisschen was passiert. Wie gesagt, die Entwickler haben gesagt, sie arbeiten mit akribischer Power daran, dass sie jetzt die deutsche Sprachdatei kommt, soll reinkommen. Es wird nochmal ein Grafik-Update kommen. Die Sache mit der Maus und Alt wird nochmal überarbeitet werden. Also es ist auf jeden Fall viel, viel Potenzial nach oben und ich freue mich richtig, dass es da auf jeden Fall weitergeht. Und mir macht es einfach mega Spaß und ich finde es schön, dass ihr mit Spaß habt. Ich habe jetzt eine Aufgabe angenommen, einfach durch Zufall. Ich gehe halt immer rein, mache hier oben, ne, ich mache kurz mal die Maus rein, hier oben diese Dinger ziehe ich halt immer wieder durch. Und da war gerade dieses Momentum, hinter uns steht ein Auto, und bei diesem Momentum kam gerade Children's Hope und Children's Hope. Das ist ja einfach umgefallen. Unfassbar ist ja umgefallen. Bei Children's Hope steht die kleine Josephine hier und mit der werden wir jetzt mal reden. Josephine, meine Kleine, wie geht's dir? Sie fragt uns, ob ich weiß, was eine Party ist. Natürlich wissen wir das. Aber leider redet sie nicht. Das ist sehr schade. Okay. Ich lese mir das schnell durch. Okay, sie läuft jetzt automatisch. Ich weiß nicht, ob das neu ist. Dass hier automatisch diese Route läuft. Aber wir gucken mal. So, wir sollen jetzt mit Angel auch von Nage, der Name, wir sollen mit Angel hier reden, ja? Machen wir natürlich. Angel, sprichst du wenigstens oder sprichst du auch nicht? Er möchte einen Helikopter, okay. Ach nee, da will er hin, in die Central Plains. Okay, ich hab's verstanden. Wo geht's da jetzt hin für uns? Wenn man Kinder helfen kann, soll man Kinder immer helfen. Und die Mission fand ich eigentlich ganz cool. Wir können ja später noch weitermachen. Was ich definitiv noch machen will, ich will bei uns zu Hause noch mal wenigstens zwei Schränke bauen, dass wir so ein bisschen mal unterteilen, was wir alles so haben. Essen da rein, das andere da rein. Das ist alles so ein bisschen noch nicht in trockenen Tüchern. Und ums Haus will ich mich natürlich auch noch kümmern. Wieso läufst du jetzt eigentlich alleine? So, Actrin, das ist natürlich auch ein mega geiler Name. Da steht auch der Burn. Der Burn ist aber ein Spieler. So. Wie gesagt, ich klicke das jetzt einfach erstmal durch, weil es kommt definitiv die deutsche Sprachdatei. Und dann werden wir natürlich die nächste Staffel in Deutsch natürlich loslegen. So, wir sollen jetzt mit Mathilda sprechen. 2 Kilometer ist die weg. Wir reisen jetzt hier anscheinend nur heute. Heute ist Tag der Reise. So. Mathilda. Der Name sagt mir doch aber auch noch was. Hatten wir schon mal mit Mathilda gesehen? Nee, ne? Aber doch, ich weiß es nicht. Er ist jetzt der Nächste hier und träumt. Mathilda, na klar, Mathilda. So, Children's Hope, Püppi. Wieso sprecht ihr nicht mehr? Ja, jetzt war mal ein kleiner Seufzer, aber da. Haben sie das rausgenommen? Okay, dieses automatische Laufen muss neu sein, kann das sein? Bis jetzt nervt es mich noch nicht, aber jetzt sind wir wieder bei ihm hier. So, wir wollen jetzt zu Kalunda Nursing Home, zu diesem Kranken. Also mit ihm fliegen wir dann halt immer umher, ja, fliegen jetzt zu der nächsten Krankenstation. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hierbei rauskommt, ich überfliege das halt so schnell. Es geht halt einfach darum, dass es kranke Kinder sind und die brauchen halt Arznei und das und hin und her. Und die Mathilda hat uns gesagt, ja, du musst jetzt mal ins Krankenhaus, geh dir mal da besuchen und so weiter und so fort. Wir gucken uns das jetzt alles mal an. So im Großen und Ganzen, darum geht das jetzt gerade. Und wir fliegen eigentlich nur umher. Das einzigste Ding, was mich halt wirklich jetzt gerade noch... Ja, ich weiß noch nicht. Ich will es noch nicht sagen. Ich sage es jetzt noch nicht. So, das ist die Andrea. Das ist die Krankenschwester. Wie sie halt alle aussehen, ne? Aber irgendwie spricht keiner mehr. So, skippen tue ich das nicht, weil wie gesagt, ich will es ja, so gut es geht, überfliegen.
Okay, sie will, dass wir, also die Valkyria möchte, dass die Kinder glücklich sind. So, jetzt warte mal kurz. So. Jetzt habe ich das unterbrochen. Hier kann man ein Foto machen, oder was? Check. Nee. Ach, guck mal. Ja, wir können jetzt ein Foto machen. Was machst du denn jetzt? Jetzt holt sie unser Motorrad. Warte mal, was machst du denn, Püppi? So, wir wollen jetzt hier hin. Wow, wie weit wollen wir? So, zu den Central Plains. Dahin. Und wenn ich jetzt Go drücke, geht's dahin, oder was? Ne, wir fahren dahin, siehst du? Wie komme ich denn hier raus? Ja, aber komm, das fahren wir mit dem Bus. Headlights on. Headlights, okay. Alter, was ist mit dir? Manche von euch nehmen aber ihren Job ein bisschen zu ernst, oder? So, da wollen wir hin. Let's go. So, dann nehmen wir den Bus und fahren da hin zu den... zu Angels of Fornage. Of Fornage. Keine Ahnung. Das ist halt so eine Hilfsmission, oder? Hier liegt der nächste hier. Sag mal, was ist los mit euch? Oh, guck mal, ein Hund. Oh, der ist ja schön. Ist das deiner, Brain? Oh, hier. Oh, da ist doch die Püppi wieder. Das ist anscheinend so eine Tagesquest. Jetzt läuft sie wieder dahin. Ja, wir müssen jetzt gucken. Ach, willst du mal tanzen oder was? Nein, jetzt nicht tanzen, oder? Jeder wartet auf mich, ja, ist klasse. Ich soll wirklich tanzen. Ja, dann tanzen wir halt, ne? Go to Team Solo Practice, bitte. Yo! Geil. So, ihr könnt gerne zu Hause mitmachen. Ich mache auch so ein bisschen Lockerungsübungen. Yeah, das kriegt ihr auch noch hin. Ah, oh, der Chicken Dance. Hey, Valkyria. Sieht ja gar nicht mal schlecht aus, wa? Hey. Und nein, das mache ich jetzt nicht jedes Mal zur Begrüßung. Hat sie gut gemacht. Hat sie gut gemacht, war in Ordnung. Aiden, was sagst du dazu? War gut, oder? Macht sehr viel Spaß, das ist richtig. Sie denkt, ich bin besser geworden. Das war's jetzt hier, oder was? Jetzt sollen wir wieder zu Andrea. Wo sind wir denn jetzt? In der Wüste, oder was? Calendula Courtyard? Wo reist denn die Kleine immer hin? Ja, das ist schon eine riesen Map, ne? Ist schon krass, wie groß diese Map ist. So. Andrea! So, mit. Ey, wir müssen jetzt hier auch noch tanzen. Wir tanzen halt. Mir ist es doch egal. Ich tanze gerne. Wir tanzen uns durch die Staffel hier. Und jetzt? So. F. Und. Ja, let's go halt. Solo, ne? Nee. Jetzt spielen wir auch noch Akkordeon. Ich dreh durch. Nee, also Vicky, das ist jetzt aber nicht nett. Wir können uns nicht mehr bewegen. Okay, im Team würdest du jetzt halt, wenn du es mit dem Team machen würdest, würdest du jetzt mehr Punkte kriegen. Alleine kriegst du auch genug Punkte. Das reicht uns auch. So, guck mal, hier haben wir was gekriegt. Eine Armor Plate. Das ist doch super. Sind wir durch jetzt? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das Event ist durch. Nein, lass doch mal das Moped immer hin. Ich will immer Tab drücken, ne? Ich will halt immer Tab drücken. So, das ist unsere letzte Aufgabe, die wir hier haben. Da müssen wir jetzt nach Hause. Go to craft.
Craft. Zack, Tattle, das haben wir gemacht. 12 Stück sollen wir bauen. Haben wir doch jetzt gemacht, ne? Ne, ich craft halt nochmal. Mir ist das doch egal. Jetzt habe ich's. Was willst du? Kann ich mal kurz in die Quests, bitte? Okay, wir sollen Level 16 anlocken. Das ist ja kein Problem. Da geht's nämlich weiter, siehst du das? Die Main-Mission. Tutorial. Da sollen wir das Scope machen. Die Mission hängt hier oben. Guck dir das mal an. So, jetzt müssen wir erstmal nach Hause. Jetzt müssen wir einen Bus suchen hier. Jetzt fahren wir erstmal wieder nach Hause. Morgen. So, Camp Area. Da wollen wir hin. Let's go. Gut, dann werden wir uns jetzt, haben wir getanzt, ja, haben wir uns ein bisschen vergnügt. Jetzt können wir auch wieder das Wesentliche machen. Jetzt fangen wir nämlich an und werden bei uns... Wenn wir Pech haben, nicht gleich zu Hause spawnen. Doch, alles gut. Alles gut. Das laufe ich jetzt. Dr. Uno, ich grüße dich. So, wir sind daheim. Ja, mit dem schönen Baumhaus, wo wir leider nicht drin wohnen können. Das verstehe ich zwar immer noch nicht, aber ist das halt so. So, wir gucken halt immer ab und zu. Ich finde dieses E gedrückt, ne? So, wie sieht es denn eigentlich in unserem Inventar aus? Backpack. Haben wir eigentlich was zum Kochen? Oh, wir haben so viel Stuff. Guck dir das an hier. Schatzkarte ist da, das ist da. Das ist schon krass. Wir sollen jetzt ein 2x-Scope bauen. So, dann machen wir das doch. Ein 2x-Scope. Das ist jetzt aber keine Waffe, ne? Das ist auch keine Armor. Ich mach's trotzdem bei Waffe. So, ein 2x-Scope. Das soll man bauen. Das können wir gar nicht bauen, weil wir das ganze Zeug ja gar nicht haben. Die Fire Accessory Gedüse. Wie heißt das? Firearms Parts. Die gibt's hier unten, ne? Ne, Repair Parts. Die müssen wir anscheinend auch binden. Die Dinger hier. Okay, dann brauchen wir die Map-Mission da gar nicht anhitten. Oh, dann geben wir mal die andere Mission. Das wäre die Main-Mission. Da soll mal Level 16 kommen. Dann tracken wir die einfach mal. So. Jetzt bauen wir aber erstmal unser Zeug hier. So, wo war das? Das war hier, ne? Hier konnte ich doch jetzt meine Möbel bauen. Ich baue mir nochmal 2 Schränke. Waschtisch? Ein Waschtisch? Wo war denn das mit den Schränken? Oder war das hier einfach im F-Menü? Lass mich mal kurz gucken. Gab es hier? Nee, warte mal. Da will ich ja nicht ran. So. Jetzt hat er eine schöne Rolle hast du gemacht. Das wollte ich jetzt gar nicht. Pass auf. Walls enhanced. Interieur. Wieso habe ich 2? Ne, die habe ich bekommen, oder? Dann stellen wir die gleich mal da auf. Warum ich die auch immer die habe? Huch. So. Ja, ist alles noch ein bisschen hakelig, ne? Aber das kriegt man hin. Da sind wir auf jeden Fall dran. Da machen wir uns jetzt keinen Kopf. So, Furniture haben wir nichts, Future haben wir nichts, Store haben wir nichts, das haben wir nicht, das haben wir auch nicht. Okay, pass auf, ich will genau, das will ich haben. Go to Crafting. Genau. Bonfire. Ne, warte mal. Ich will ja... Ich will ja kein Feuer. Sag mal, ich will eigentlich nur mein...
meinen Schrank da bauen. Was brauche ich denn für den nochmal? Warte mal. Alles gut, wir kriegen das hin. Wir sind ja pfiffig, ne? So, Repair Table. Muss ich was repairen? Nö, sieht eigentlich alles ganz gut aus, ne? Aber wobei, ich komm, Repair All. Warte. Zack, 16 haben wir. Haben wir aber nicht die Teile dafür da. Ist okay. Gut. Hier kann ich doch Holzbretter machen, oder? So ein bisschen jetzt gucken, dass man hier sich so ein bisschen zurechtfindet. Repair Table. Ich will halt einen Schrank. Da brauche ich Holz. Da brauche ich Bretter. So, und Bretter habe ich doch am... Das ist die Konstruktion. Bretter. Nee. Bretter muss... Wo sind denn die Bretter? Sheet Metal? Sag mal, wo habe ich Bretter gemacht? Wisst ihr das noch? Wird draußen Bretter hergestellt? Wo hab ich denn Bretter hergestellt? Ich war der Meinung, dass wir Bretter hier hinten an dem Ding herstellen können. Jetzt gehe ich da nochmal dran. Ich sag mal. Grill, Konstruktion, Workbench. Habe ich die Workbench? Die habe ich hier. Lass mich mal da dran. Hier Bretter? Nee. Da habe ich auch keine Bretter gemacht. Hier dran mache ich auch keine Bretter. Richtig? Richtig? Das ist hier die Repair Table. Liegen doch auch Bretter drauf. Es kann doch gar nicht sein, dass ich jetzt hier keine Bretter machen kann. Oder ich bin's halt jetzt ehrlich gesagt wieder nicht, ne? Das ist ja auch wieder so ein Problem. Repair Work. Mechanic Station. Kann ich mir nicht vorstellen. Blueprint Maker, den brauchen wir jetzt auch nicht. Die haben wir, das haben wir, das haben wir. Das ist hier. Und hier muss ich Bretter machen können. So, jetzt frag mich doch mal ehrlich gesagt, wo ich Bretter machen kann. Ich kann halt mein Haus damit auch erweitern. Oder ich muss halt wirklich ins andere Crafting-Menü. Das kann natürlich auch sein mit O. Sehr merkwürdig. Oder habe ich sogar Bretter hier drinne? Ich habe noch gar nicht in den Schrank geguckt, ne? Ich habe da nur Holz drin. Da ist ein Brett. Ne, das habe ich einstecken. Da laufen wir jetzt erstmal so rum. Ich kann es ja jetzt nicht ändern. Ich weiß nicht, warum ich keine Bretter bauen kann. So, egal. Wurscht. Guck mal jetzt nach Missionen, ja? So, hier können wir auf jeden Fall nochmal was skillen. Kohle ist da. Ne, da muss der Charakterlevel sein. Hier könnten wir skillen. So, Charakterlevel. Wir skillen uns da jetzt erstmal hoch. Wir haben ja alles dafür da. Ja, Rüstung aufwerten ist halt auch wichtig, ne? Boah, ich muss da, glaube ich, nochmal in die erste Folge gucken, wie wir Bretter hergestellt haben. Ich bin echt so blöd dazu, glaube ich. Können wir hier irgendwas machen? Ne? So, Story. Skills. Passiv. Das brauche ich jetzt alles erstmal nicht. Das gucken wir uns dann später mal an. Raven-Geschichte. Das ist eine Stronghold-Challenge. Die könnten wir machen, aber die mache ich heute nicht mit euch. Achievements.
haben wir einiges bekommen. Oh, guck mal, hier claimen wir. Was ist das hier? Coupons. Das claimen wir halt alles, was wir haben, ne? Was wir immer mit den Coupons machen. Settings müssen wir da reingucken. Controls. Okay. Und Vehicle-Geschichten haben sie angepasst. Okay. Story. Ich guck mal in Adventure Guide rein. Okay. Start Capture. Okay. Das sollen wir machen bei Super Glue. Also Superkleber sollen wir holen. Warte mal, hier gibt's ein Geschenk anscheinend. To create. Ja, was soll ich denn createn? 2 Sheet Materials. Sind die Bretter jetzt mal ohne Scheiß? Sind das jetzt dann doch Bretter? Jetzt gucke ich nochmal dahin. Ich werd bekloppt hier. Wir kommen heute zu nix. So, pass auf. Ich will ja. Das sind die Bretter und ich mache die Bretter. Das kann doch nicht sein, oder? Sheet Metal. Tatsächlich. Jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Und das ist der Schrank. Sheet Metal. Ich brauche Kleber. Oh mein Gott. Kann ich nicht Kleber auch herstellen? Ja, kann ich nicht. Ich muss Kleber kaufen. Dann kann ich die Schränke bauen. Ja, okay. Dann sammeln wir das ja. Dann ist jetzt ja okay. Dann, gucke ich kurz gleich mal in die Map mit euch. Wo unsere nächste Aufgabe hinführt, dass wir heute mal wenigstens was Praktisches noch gemacht haben. Wir haben gar keine Aufgabe. Dann gehen wir zu Raven's Shelter. Dann machen wir die... diese Adventure-Aufgabe hier. Zack. Start Capture. Und wir tracken das. Und dann geht das los. Da gehen wir jetzt das Material suchen. Mal auf. Wird's halt auch noch dunkel. Ja, dann müssen wir auch den nächsten Mal looten gehen. Ist ja jetzt kein Problem. So, pass auf. Wir fahren jetzt mit dem Bus rüber. Jetzt haben wir es endlich. Oh mein Gott, ey. Also manchmal bin ich aber auch schon ein bisschen bekloppt, ne? Raven's Shelter. Da sollen wir doch hin. Go. Und da sollen wir Kleber kaufen. Das habe ich gar nicht angehittet, ne? Ich habe nur gesagt, dass ich das Cheat Metal da kaufen will. Kleber gibt es doch bei ihm hier. So, dann hitten wir den Kleber an. Ja, wie gesagt, sorry, heute bin ich ein bisschen neben der Spur. So, hier, Track. Zack. Der ist doch gleich hier. Ja, na, siehste. Er ist doch gar nichts falsch gelaufen. So. Mein Freund, Tony, ich muss, Super Clue. 4 Stück. Brauchst du. Geh weg, lass mich daran. Super Clue. Da ist er. Boah, das geht aber. Wir brauchen 4 Stück. Habe ich hier bald. Ich würde sogar mehr bauen, mehr kaufen. Ich würde ehrlich gesagt sogar mehr kaufen. Wir haben das Geld. Kauf mal ruhig 10. Zack, fertig. Was sollen wir da rumeiern? So. Das haben wir gemacht. So, jetzt sollen wir diese Konstruktion abschließen. Müssen wir halt wieder nach Hause, ne? Ach, das ist doch scheiße. Ja, aber dann muss man. Das ist halt so jetzt. Wo ist die Bushaltestelle hier, Freunde der Sonne? Ich muss wieder helfen. Es wird jetzt eh dunkel. Da sollten wir auf jeden Fall nach Hause gehen. So, pass auf. Hey. Wo wohnen wir denn? Hier wohnen wir auf keinen Fall. Noahs Park? Noahs Park wohnen wir, ne? Und da wohnen wir. Go. So. Dann geht's für uns jetzt an Noahs Park. Dann müssen wir jetzt das Cheat Metal herstellen. Da stellen wir gleich so viel her, wie es geht. Dann können wir die Schränke herstellen. Und dann sind wir da, wo wir hinwollen. Jetzt wird's eh dunkel, oder ist es schon eher dunkel?
ich würde halt gerne die anderen Quests ab. Wie sieht es denn eigentlich mit ihr aus? Wie ist sie eigentlich. Warte mal, das war falsch. Wie sehen wir da nochmal ihr Befinden? Das war doch auch hier irgendwo, oder nicht? Im U-System, genau. Ja, ihr geht's aber gut. Ist alles in Ordnung. Sie hat keinen Durst oder so. Sie muss halt mal ein bisschen was anderes machen, aber ansonsten ist eigentlich ganz gut. So, pass auf. Sheet Metal soll man herstellen. Und da stellen wir jetzt gleich so viele her, wie geht. Zack. Maximum. Bam. Sehr geil. Haben wir geschafft. So, nächste Aufgabe ist dann... Die haben wir sogar abgeschlossen jetzt, oder? Komm mal her. Jo. Da sind wir doch hier durch, oder? Ja. Claim. Sehr, sehr cool. Okay, dann haben wir das fertig. Und wir haben nochmal Holz gekriegt. Das ist cool. So, das wäre die nächste. 100 Steine. Dann machen wir jetzt erstmal die Wildness Survival Geschichten hier. Ja, aber ich baue jetzt mal trotzdem meine Schränke hier auf. So, komm mal her. Die waren hier. Und dann weiter unten. Da ist er doch. Ich hätte gern zwei Schränke. Bam. Was kostet mich der Dining Table? Gibt's da einen Stuhl? Da brauchen wir Screw. Ja, wir müssen auch looten gehen. Aber den Tisch, den können wir ja schon mal bauen. Weißt du? Das ist ja kein Thema. Aber dann wissen wir jetzt zum Beispiel, wie wir vorankommen. Dann haben wir das jetzt schon mal gebaut. Dann richten wir die Base ein. Haben jetzt... Okay. Blame. Nehmen wir alles mit. Sehr cool. So. Dann setzen wir uns jetzt erstmal die Schränke auf. Die würde ich jetzt auch daneben setzen. Da kommen wir sowieso nicht rein. Wir können jetzt auch gleich pennen gehen. Das machen wir jetzt auch gleich noch. Jetzt würde ich aber erstmal gucken, bis wir unsere Schränke hier gebaut kriegen. Die setzen wir gleich Press daran. Zack. Und den zweiten gleich daneben. So, passt. Dann haben wir den Tisch noch. Den Tisch würde ich jetzt einfach mal hier so hinstellen. Wir können auch rotieren. Oder so. Dann erstmal hier hinten in der Ecke. Ich weiß nicht. So ist schon gut, oder? So, falls mal einer zu Besuch kommt, machen wir das hier so hin. So passt. Sehr cool. Dann sind wir hier auch durch. Passt. Ey, das war jetzt so ein bisschen haklich heute. Jetzt sind wir aber... Ja, manchmal... Das Problem ist, ich mache die Aufnahme. Ja, dann mache ich mir wieder nämlich wieder ein paar Tage Zeit. Weil ich ja nicht alles am Stück aufnehme. Das geht ja gar nicht. Und dann vergisst du so ein paar Basics und die nerven dann halt schon so ein bisschen, ne? Aber krieg mal hin. Jetzt sollen wir auf jeden Fall diese Geiz-Mission, die machen wir. Wir gehen aber, ich denke mal, morgen mal irgendwo looten. So, wir gucken jetzt mal rein. Kann ich hier eigentlich hinschreiben? Search by name. Was da drin ist, kann ich nicht, ne? Ist auch nicht schlimm. Dann machen wir jetzt hier erstmal das Material rein. Alles. Das machen wir rein. Zack. Was ist das hier? Ja, erstmal alles reinkommen. Maximum. Weil wir müssen es ja jetzt nicht mit mitnehmen oder so. Das ist ja Schwachsinn. Hier machen wir wirklich dieses Rohmaterial rein. Was wir halt nicht brauchen. Die Bretter können wir damit reinmachen. Das ist kein Thema. Das können wir da reinmachen. Da haben wir hier nochmal ein bisschen davon. Ein bisschen hiervon. So. Dann ist das schon mal durch. Und alles, was wir jetzt nicht anhaben. Was ist denn das hier? Blind Fiber brauchen wir eigentlich auch nicht. Dann haben wir hier den... Ich habe jetzt vergessen, wie es heißt. Ich sag's euch gleich. Flachs. Und dann haben wir hier noch Bandagen. So. Dann ist das drinne. Das ist jetzt gerade richtig drin. Ach, du kannst dann hier. Und hier kannst du. Guck mal. Oh, das ist ja gut. Rohmaterial. Kann man es ja doch beschriften. Das ist ja geil. Jo, das ist gut. Dann haben wir hier. Klamotten. Ja. Dann nehme ich das hier wieder raus. Dann machen wir da wirklich unsere Klamotten rein.
So. Mal her, wir müssen eh gleich was essen. Haben wir jetzt noch Klamotten hier? Wir haben ein Basecap. Das können wir darüber. Haben wir das drinne? Haben wir das gerade auf? Das haben wir auf, ne? Ich muss da aufpassen. Store. Nee, das haben wir nicht auf. Wir hatten noch eine Mütze an. Alles gut. Da haben wir noch Kisten. So, und dann haben wir hier. Da machen wir jetzt erstmal wirklich Kisten und so weiter rein. Ich schreibe da jetzt erstmal Mix hin. So, zack. Die müssen wir dann auch machen. Bandagen nehmen wir mit. Da haben wir den Survivor-Titel, den nehmen wir mit. Das brauchen wir. Tactical Gear machen wir da jetzt auch rein. Weiß ich nicht, warum ich das wieder gebaut habe. Hier haben wir das Zeug drin. Hier haben wir das Zeug drin. Was haben wir hier? Antibiotikum. Werden wir nicht brauchen erstmal. Das packen wir jetzt alles erstmal rein. Die Schatzkarte brauchen wir erstmal nicht. So, die Blades. Hier haben wir eine Blume. Ja, jetzt halt alles erstmal die Mixgeschichten. Die packe ich jetzt erstmal darüber rein. Was ist das hier? Blueprint. Packen wir da rein. Da haben wir eine 60er dabei. Die reicht auch erstmal. Die werden wir aufmachen. Und hier haben wir nochmal so ein Raven Signal. Das nehmen wir jetzt auch mit. Dann sind wir so erstmal aufgestellt. Jetzt gucke ich kurz mal in unser Backpack und guck mal, was wir hier alles haben. Wir open das ganze Zeug erstmal. Alle bitte. Dann sehen wir nämlich jetzt gleich erstmal, was wir kriegen. So, so sieht das nämlich schon mal cool aus. Was haben wir denn? Juice. Claim. Wo ist meine Maus? Ich habe jetzt was geclaimed. Ich habe das geused. Kann ich das nochmal usen? War's. Was ist das hier eigentlich? Kann ich nicht usen. Ja, ist okay. Ist ja nicht schlimm. Dann haben wir uns da jetzt schon mal aufgestellt. Das passt schon mal ganz gut. Dann gucken wir hier nochmal rein kurz. Können den Kram noch rüber tun. Den Stein machen wir ins Rohmaterial rüber. Und dann werden wir morgen die eine Geschichte da bauen. Und das tue ich jetzt hier in den Mix nochmal rein. Und dann ist es nämlich weg. So, passt, dann sind wir gut aufgestellt. Das use ich noch hier gleich. Shift und 2. Gucken, ob das geht. Ey, geht sogar richtig gut. So, passt. Dann haben wir das auch durch. Und da haben wir noch 37%. Dann haben wir wieder alles da. Was ist beim U? Warum wimmelt das? Was war jetzt? Ist nur wegen der Ammo-Grade oder was? Ja, ist doch kein Thema. Das muss ich nicht craften. Das zeigt er mir jetzt einfach nur an, dass ich da zu wenig von habe. Das ist ja jetzt kein Problem. Was? Ihr Lieben, ich gehe jetzt pennen. Schlafen mal ein Ründchen. Ja? Und ich hole euch morgen ab und dann machen wir morgen mal einen kleinen Loot-Ausflug und gucken mal, dass wir das mit den Steinen verbinden können. Es gibt ja genug Häuser, wo wir machen, ne? Dass wir ein bisschen Action hier reinkriegen. War heute ein bisschen holprig, aber hey, ich komme jetzt langsam wieder rein. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.